Gaspedal bis zum Anschlag treten. Nicht für Johannes Krämer aus Ruppichteroth. Er hat auch Fahrspaß, aber leise, dezent und mäßig schnell mit seinem Elektroauto. Zum Tanken geht's an die Steckdose statt an die Tankstelle. Und dann kann die Fahrt weitergehen. Günstiger als mit Benzin und viel entspannter findet jedenfalls Johannes Krämer. Ich gleite mit meinen 95 Stundenkilometer über die Straße, hab Ruhe. Man erlebt den Stress gar nicht mehr so. Autos, die einen überholen, kann man nur drüber lachen, finde ich. Ich komme auf jeden Fall an. Schneller als 100 Kilometer durfte man auf diesem Teilstück sowieso nicht fahren. Ich fahre dann mit 95 und das reicht. Johannes Krämer schwört auf Elektroautos. Schon vor 10 Jahren hat er sich das erste Exemplar gekauft, aus Leidenschaft. Umweltschutz ist für ihn nur ein Nebeneffekt. Wo können Sie Ihren Wagen überall tanken? Eigentlich an jeder gewöhnlichen Steckdose. Und wie lange dauert das? Das kommt darauf an, wie viel ich vorher verbraucht habe. Zum Beispiel? Wenn ich 30 Kilometer gefahren bin, brauche ich 3 bis 4 Stunden. Bin ich 80 Kilometer gefahren, brauche ich 7 bis 8 Stunden. Die Batterien aufladen, das passiert während der Arbeit. Zum Feierabend sind sie wieder voll. Von Troisdorf nach Ruppichteroth, alles elektrisch. Und zu Hause wartet schon ein Freund, der Krämers Leidenschaft teilt. Ungefähr 2000 Elektroautos sind in Deutschland angemeldet. Wer eins fährt, kennt auch die anderen. Bist du voll geladen? 20 Ampere-Stunden noch, aber ein bisschen raus ist easy. Ja? Lässig, ganz lässig. Wollen wir keinen Kopf machen. Im Prinzip abstöpseln los. Für die Elektroauto-Community hat Johannes Krämer eigens eine Tankstelle eingerichtet. Dann stehen hier wildfremde Leute, stecken sich hier ein, schmeißen 1 Euro in den Briefkasten oder 1,20 Euro und dann sind die auch wieder weg. Und sind das jetzt alles nur Spinner? Natürlich sind das alles nur Spinner, weil wir sind letztlich die Pioniere. Wir löten selber, wir schrauben selber, wir bauen unsere Kisten so auf, dass die funktionieren, nicht wie es vom Werk her kommt. Und jetzt zurück nach Leverkusen. In Ruppichteroth bastelt Johannes Krämer weiter an seinem Zweitwagen. Für den hat der Elektriker sogar eine Schieferhütte gebaut. Die beiden Autos kosten ihn jede Menge Zeit. Die Wochenenden sind gespickt mit Bastelarbeiten. Also meine Freundin könnte Ihnen da ein Lied von singen. Dann kommen da noch die Elektroautofahrer-Treffen kommen auch noch dazu, die auch häufig anstehen. Also ich opfere sehr viel. Ich opfere die Zeit nicht, sondern ich nutze die Zeit für mein Hobby hier. Elektroautos. Also aufladen für die nächste Fahrt. Wenn der Herbst noch einmal warm genug wird, fährt Johannes Krämer den kleinen Wagen auch als Cabrio. Bis vor einem halben Jahrhundert ungefähr brachten Frauen ihre Babys normalerweise zu Hause zur Welt. Dann wurde es immer üblicher, im Krankenhaus zu gebären, unter Aufsicht des Arztes. Ja, und jetzt gibt es einen Trend zurück zur Hausgeburt oder jedenfalls zur natürlichen Geburt. Vielleicht schon gut, wenn eine Hebamme dabei ist. Aber muss es gleich das ganze medizinische Brimborium sein? Als erste deutsche Uniklinik bietet die in Bonn eine natürliche Geburt an im Hebammenkreissaal und nur für Frauen, bei denen keine Risiken bestehen. Falls nötig, ist natürlich trotzdem schnell ein Arzt da.